Nuku mwezo nge ya mkulu. Dann müssen wir die Runde so fertig machen. Ja, sehr. Die Wurzel meines Glaubens ist was, was in mir geboren ist. Vor 9 Jahren habe ich ein Erlebnis gehabt, was mich eigentlich dazu hingeführt hat. Dort, wo ich heute stehe und wo ich immens dankbar bin. Mein Name ist Oran, bin in Wien geboren. Ja, meine kurze Geschichte war die, dass ich mit 20 Monaten alt, wo ich war, meine Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Ja, und dann bei meiner Großmutter bin ich aufgewachsen. Sie hat mich die größte Teil meines Lebens begleitet und ja, an Gott ja, habe ich auch Fragen damals, wie ich klein war, gestellt, ob es ihn überhaupt gibt, ja, weil meine Familie eigentlich sozusagen ausgelöscht worden ist, ich bei meiner Großmutter und ja, man zweifelt ja. In 2015, ich habe selber in Jesus geglaubt. Ich habe gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich will jetzt zu kommen und du, Jesus ist ein Weg für alle Leute. Und ich habe Jesus mit meinem Freund, er wohnt in Frankreich, er hat gesagt, mein Jesus ist sehr gut. Wenn du Jesus alles geben, er mag nur für dich. Merci, 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 Jésus de tout cœur. Darum gehe ich da ein wenig zurück, was ich vor 9 Jahren. Vor 9 Jahren war ich berufstätig, die war eigentlich. Mein Job war eigentlich recht gut. Ich habe Wohnungen eingerichtet und Apartments eingerichtet. Zu der Zeit gerade in Irland, war viel im Ausland unterwegs. Und nach außen hin hat das voll toll ausgeschaut, das Ganze. Und es war auch voll toll. Aber meiner Seele ist es eigentlich überhaupt nicht toll gegangen. Und ich habe mich mit mir selber auch eigentlich in dem Sinn überhaupt nicht beschäftigt, dass es eine Seele gibt und dass die eigentlich auch sehr traurig sein kann. Aber die Seele war da und die hat recht geschrien. Ja, im Beruf ist es immer weiter bergauf gegangen, das ist mir eigentlich sehr gut gegangen. Ich habe mich aber da immer mehr hineingeflüchtet, weil mir selber ist es eigentlich immer schlechter gegangen. Und wenn es mir schlecht gegangen ist, habe ich gearbeitet. Genau. Ich habe nicht gewusst, dass das Depressionen sind. Ich habe mich da zu der Zeit auch nie jemandem das anvertrauen können oder wollen. Ich habe da viel zu viel Angst gehabt. Und hat vielleicht auch eigentlich mit meinem Beruf zu tun gehabt. Ich war unter sehr vielen Männern da. Und da hat Schwäche eigentlich überhaupt keinen Platz nicht gehabt. Ich habe mich auf einer Baustelle durchsetzen müssen, wo ca. 200 Männer waren. Und ich und eine Dolmetscherin habe ich gehabt, weil ich nicht gut Englisch habe können. Genau. Und mir ist es eigentlich immer schlechter gegangen. Mit mir ist es echt bergab gegangen. Es war dann auch so, dass ich mich selber verletzt habe. Eigentlich gar nicht gewusst habe, woher das kommt. Ich habe eigentlich Angst vor mir selber gehabt. Habe das aber nie sagen können. Aber das ist halt immer stärker geworden. Und dann war es eigentlich so, dass die
die was mich da übersetzt hat und die was mich da begleitet hat, die ist eigentlich darauf aufmerksam geworden und die hat gesagt, hey, kannst du mit meiner Mutter reden? Wie das Leben so spielt, mit 33, ja, habe ich eine längere Beziehung gehabt, so 10 Jahre lang. Und daraufhin haben wir einen Sohn gemeinsam. Ne? Und sie ist der Meinung gewesen, dass sie sich halt in einen anderen verliebt hat und ja, dass sie da einen eigenen Weg gehen will. Habe ich gesagt, okay, gut. Ja, ist ziemlich schwer gewesen, aber ich habe es halt so hingenommen, weil man soll ja nicht alles mit Gewalt oder mit, ja, wie sie gemeint hat, okay, gut, ich helfe dir dabei, wenn du willst, bleibst du da oder eine andere Wohnung, ja, sie hat sich entschieden, eine andere Wohnung. Bin gesessen in der Küche, habe gesagt, so, lieber Gott, wenn es dich gibt, warum hast du das zugelassen? Warum hast du zugelassen, dass meine Eltern eben beim Verkehrsunfall um Leben kommen? Warum lebe ich überhaupt? Für was? Was bringt das für einen Sinn? Wenn du alles mir weggenommen hast, das Einzige, was ich noch wollte, eigentlich eine Familie zu haben. Und schau, die geht ja auch auseinander. Ich kann nur sagen, aber sterben mit Jesus ist gut. Ohne Jesus, weil gibt es andere Leben. Oder Satan oder mit der Gott. Und jetzt ist Zeit für das. Weil in der Bibel sagt, niemand weiß, wann kommt Jesus. Er kann nur jetzt kommen. Aber wann, ich bin nicht. Ich etwas wie jetzt, ich mag Führerschein. Wenn du sagst, ich mag Praktike, ich sag nein, weil ich bin noch nicht sicher. Ist auch so, mit, wenn Jesus kommt, ich gehe immer oder nein. Die Frau hat mich daheim besucht, die hat mit mir geredet. Und ich kann mich heute nur an Wörter erinnern. Sie hat mir nämlich gar nicht so erzählt, wegen mich ihr Erlebnis, schon was sie erlebt hat, aber sie hat mir von Gott erzählt. Und ich war ganz weg, weil ich war ein sehr nüchterner Mensch. Und was ich nicht davor oder nicht selber erlebt, das glaube ich auch nicht. Oder was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Und so bin ich auch heute noch. Ich bin ein sehr nüchterner Mensch. In dem Sinn. Aber sie hat mir Sachen gesagt und sie hat gesagt, dass sie das an Gott gibt. An Gott gibt Karin, der die liebt. Und das ist voll eingefahren. Sie hat dann mehr Sachen gesagt, was mich da schon viel berührt hat und wo ich gewusst habe, wo ich heute weiß, da hat Gott schon zu mir gesprochen. Genau, das Gespräch ist in Erinnerung geblieben und der Alltag ist weitergegangen, ist nur immer schlechter gegangen und sie ist immer noch bergab gegangen mit mir. Sie hat mir dann aber, sie hat mich mitgenommen zu ihrer Schwester, die haben dann eine Hauskirche gehabt. Und die war genauso drauf, ob mir auch viel über Gott erzählt. Ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, was die daher reden. Ich war dann in einer Hauskirche und dort haben wir Lieder gesungen. Ich war zwar berührt, aber ich habe überhaupt nichts damit anfangen können. Und ich habe mir gedacht, ich bin schon wieder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. War ich schon öfters in meinem Leben, wo ich einfach wo reingerasselt bin. Wo ich froh bin, dass ich einfach gut rausgekommen bin. In dem Fall haben sie auch gedacht, aber es war irgendwie anders. Irgendwo haben wir gedacht, irgendwas haben die. Und innerlich war ich schon so verloren, dass ich trotzdem regelmäßig dorthin gegangen bin. Und die Frau hat mir dann auch gesagt, Karin, es gibt einen Gott und der Gott liebt dich. Und das war eigentlich eine Hoffnung für mich. Und mit mir ist weiter bergab gegangen und ich wollte mir schlussendlich das Leben nehmen. Es hat dann einmal einen Zeitpunkt gegeben, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Das habe ich eh schon länger gehabt, aber es hat dann einen Zeitpunkt gegeben, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir an dem Tag das Leben nehme, das war mir klar. War mir ein festes Ziel und ich war immer sehr zielstrebig. Und ich stehe auf und habe eigentlich nur mehr gewartet, dass die Familie aus dem Haus ist und ich das dann irgendwie vollziehen kann. Habe mir auch schon überlegt, wie ich das mache. Nur in dem Moment ist was passiert und da ist mir Gott begegnet und ich kann das heute nicht beschreiben. Und Gott hat in dem Moment einfach gesagt, ihm gibt's. Und vorher war aber das, wie die Frau da gesagt hat, es gibt einen Gott, der mich liebt. Habe ich mal zu Gott geschrieben, hey Gott, wenn es die gibt, die will ich kennenlernen. Wenn es die gibt, die will ich kennenlernen. Das war das Einzige, was ich, glaube ich, an Gebeten
geschafft habe. Und da hat Gott mir nur gesagt, dass es ihn gibt. Das war das Einzige, was ich in dem Moment begriffen habe. Gott gibt. Warum lebe ich auf dieser Welt? Ja, und wie ich diese Aussage, also mit mir selber gesprochen habe sozusagen, habe ich gespürt durch meinen ganzen Körper, so wie Strom. Fließend, also das war so stark, so, das kann man nicht beschreiben, das ist nicht von dieser Welt, also diese Kraft, diese Ruhe, diese Liebe, was ich gespürt habe, habe ich, das ist ein ganz helles Licht auf einmal in meinem Kopf gewesen sozusagen, wo ich alles gesehen habe, wo mein Leben zurückgegangen ist, wo ich ein Baby war und wo eben auch ich gesehen habe den Unfall, den Verkehrsunfall, wo das war und wo ich halt als von außen halt da beobachtet habe, wo ich da rausgekrabbelt bin aus dem Auto, wo mich die Polizistin damals da in den Arm genommen hat und mich gefragt hat, eben da waren ja die Leichen sozusagen, die verstorbenen meine Eltern, ja, und die haben mich gefragt, wer was ist und ich kann mich, also wie ich da jetzt gesehen habe, habe ich ja mit denen geredet. Ja, das war für mich erstaunlich und ich habe geweint, also ich habe 5 Tage nur geweint, weil ich gemerkt habe, dass was Stärkeres, was Mächtigeres ist auf dieser Welt als wir Menschen. Ja. Wunder von Gott für mich ist so viel. Ich kann nicht sagen, ich habe keine Familie in Europa. Ich war im Café Musa in Kongo. Gott hat mich Mann schicken, oder? Das war für mich ein Wunder. Niemand kann das feste Mais in Europa. In Europa bist du bei Papa oder Mama, Bruder oder Schwester. Nein, ich bin in Europa. Ich kann sagen zu mir, zu Hause. Ich bin bei mir zu Hause mit meinem Mann, mit meinen Kindern. Und das ist ein Wunder von der Gott. Genau, in dem Moment habe ich begriffen, dass es einen Gott gibt. Und jetzt war halt in mich hineingelegt, ich möchte ihn kennenlernen. Und dieses Kennenlernen habe ich in der Gemeinschaft gesucht. Ich habe da, wo die Hauskirche eben war, wo ich die kennengelernt habe, da bin ich halt regelmäßig hingegangen. Und es waren zwar ein Ehepaar, was mich ganz liebevoll aufgenommen hat. und mich ertragen haben, muss ich jetzt sagen. Weil ich war so fertig, ich war sehr schweigsam, habe eigentlich gar nichts mehr gesprochen. Und war sehr in mich hineingezogen und sehr verletzt. Und die zwei haben mich aufgenommen und ich habe gesehen, das waren Menschen oder sind Menschen, die was genauso Fehler haben. Aber in ihre Fehler suchen sie immer wieder Gott und gehen immer wieder zu Gott. Und das hat mich so inspiriert und sie haben mich sehr aufgenommen. Ich war sehr oft am Wochenende dort. Und ich habe sehr viel Zeit mit ihnen verbracht. Und ich habe einfach geschaut, wie sie mit Gott leben und wie sie ihre Herausforderungen bewältigen und wie sie dort an. Der Glauben ist ja gekommen durch den Heiligen Geist, was in uns ist, in jedem von uns Menschen. Und wenn wir nun wollen und zulassen, dass der Heilige Geist arbeitet und ihm einladen, dann kommt er und ändert den Menschen. Ja, es ist ein neues Leben. Wie gesagt, wenn man durch den Geist getauft wird, durch den Heiligen Geist, ist das Leben anders. Man freut sich an Sachen, die man früher nicht geglaubt hat, dass man sich wenn man anderen was passiert, ein glückliches Ereignis, dass man sich darüber sehr freuen kann und mit ihm das teilen kann. Wir haben Leben nur mit Jesus. Das ist unser Gott. Das ist, Gott hat uns geschenkt, Jesus. Nur eine. Jesus ist gekommen für uns und gestorben. Warum nicht gib Jesus alles? Warum nicht? Aber gib seine Zeit und alle Leute sagen, Jesus, ich brauche dich. Aber wenn es so spät, dann wirst du weinen. Das hilft nicht, weil er hat uns so viel Zeit gegeben. Wie kann nun das jetzt machen? Oh.
singt jetzt einmal der Nissan wieder. Wie, du kannst den immer mitsingen. In den Graben, fressen in die Rabe, wieder in den Sumpf, dann macht er weiter Plumps. Plumps ist er drin. Und das Pferd auch. Ja.